Greifswald TV. Besser lokal informiert. Wird man 60 wie ich heute, dann hat man kein Ziel mehr. Die meiste Zeit seines Lebens hat man gelebt. Zum Umsatteln ist es dann zu spät. Ein runder Geburtstag, zahlreiche Gratulanten, viel Familientrubel, eine große Feier. Alles scheint normal. Der erfolgreiche Geschäftsmann Helge feiert seinen 60. Von nah und fern reisen zahlreiche Gäste an. Darunter auch seine Kinder Christian, Michael und Helene. Der Abend beginnt wie viele Familienfeste. Mit Begrüßung, Smalltalk und Scherzen. Doch dann hält der älteste Sohn Christian die traditionelle Eröffnungsrede und deckt völlig unerwartet ein düsteres Kapitel der Familiengeschichte auf. Dieses Stück basiert eigentlich auf einem dänischen Film, der Bewegung der Dogma 95-Bewegung angehört hat. Und der ist 1998 rausgekommen. Und diese Dogma-Bewegung hat damals relativ viel Furore gemacht, weil das schon eine ganz neue Art war, Film zu machen. Und daher kommt der Stoff. Ein dunkler Schatten liegt über dem Fest, denn der Selbstmord von Helges Tochter Linda liegt noch nicht lange zurück. Ihr Zwillingsbruder Christian will nicht länger schweigen und schockiert die anwesenden Geburtstagsgäste mit seiner Wahrheit. Ja. Und hat uns vergewaltigt. Er hatte Sex mit seinem lieben Kleinen. Der Vorwurf gegen den Vater? Sexueller Missbrauch. Zunächst will es keiner wahrhaben. Erst wird geschwiegen, dann nach Ausreden gesucht. Die Nerven liegen blank. Das Fest lässt eine große Bandbreite an Emotionen anklingen. Die Besonderheiten resultieren sicherlich auf der einen Seite aus dem Stoff selbst. Das ist eine Geschichte, die doch sehr emotional ist. Und wo die Schauspieler sich ziemlich tief auch in Emotionen reinbegeben. Und es kommt natürlich auch dazu, dass es letztmalig die Chance ist, wirklich das gesamte Ensemble in seiner jetzigen Zusammensetzung auf der Bühne zu sehen. Das Fest wird gefeiert, Familienkämpfe werden ausgetragen. Macht und Machtlosigkeit bestimmen das Stück. Es wird viel gelacht, doch das Fest geht auch sehr an die Nieren. Wie im wahren Leben liegen Freude und Trauer oft eng beieinander. Score, auch ein Mörder. Der Zuschauer durchlebt zusammen mit den Charakteren viele verschiedene Gefühlslagen. Was war der wahre Grund für Lindas Selbstmord? Wer trägt die Schuld? Im Laufe des Abends wird sich zeigen, worin die ganze Wahrheit liegt.